Okay, schauen wir jetzt ins Rätselhaus nach. Oh mein Gott! Du wirst beobachtet! Unterm Tisch! Ich hab dich erwischt! Was? Woher wusstest du, dass ich mich unter dem Tisch versteckt hatte? Clever! Sieh und staune! Ich bin das größte lebende menschliche Mysterium in ganz Höhen. Man nennt mich Rätselmeister. Haha, freut mich, dich kennenzulernen. Du bist hier, um ein Rätselhaus herauszufordern, oder? Deshalb bist du doch hier. Ja, ja, so muss es sein. Betrachte deine Herausforderung als angenommen. Trete hinter diese Schriftrolle und die Herausforderung beginnt. Ich warte im hinteren Bereich. Okay, dann schauen wir mal, was hier alles losgeht. Los ist, ich habe ja im Saphir-Display darüber einen Special-Pod gemacht. Oder ein Special. Ja, ein Special-Pod, genau. Und jetzt werden wir es diesmal auch wieder machen. Allerdings ohne, dass es ein Special-Pod ist. Und hier ist das Rätsel noch ganz leicht. Einfach so Büsche, die wir schneiden müssen. Ganz simpel, aber später wird es schon richtig tricky. Und nach jedem Orden, den wir erringen, können wir hier erneut hergehen. Und es gibt auch immer wieder neue Rätsel. Wer ist dieser Rätselmeister bloß? Was weiß ich? Keine Ahnung, das musst doch du selber wissen, oder? Wenn du hier schon den ganzen Tag stehst, das musst du schon was mitbekommen haben, oder? Okay, Enzio ist hier. In den Kader braucht noch 3 Level, dann mal Ninja Tom. Juhu, juhu. Ich kann es kaum erwarten. Vielleicht entwickeln sie sich sogar in diesem Part schon. Wenn wir Glück haben und schnell sind. Nichts mit Gesang. Diese Taktik kannst du dir in den Sand stecken. Wortwörtlich. Du kannst sogar sein Tackle-Tod jetzt nicht mehr. Okay, ich mache jetzt noch 2-mal Sandwirbel ein und dann gehe ich in den Angriff über. Und greife an mit Zerschneider. Den Kader, wach auf. Schlafen kannst du später auch noch. Ich habe jetzt eigentlich Gesang so riesig gesunken. Ich habe jetzt die Genauigkeit ist sehr gesunken, aber Gesang hat trotzdem getroffen. Und jetzt trifft der Tackle auch noch. Sogar der Rutenschlag trifft noch. Also bitte. Sandvögel hat ja voll nichts gebracht jetzt. Naja. Ist halt auch eine reine Glückssache. Das Enzio hatte eben Glück gehabt in dieser Situation. Und tschüss, Enzio. Ah, ich hätte mehr Erfahrungspunkte erwartet, naja. Meryl, schade, dass im Kader keine Pflanzenattacke kann. Sandwirbel. Moment, wir müssen aufpassen, Meryl kann Wasserattacken. Ich wechsle jetzt den Kader besser aus und hole Fritzeblitz raus. Fritzeblitz müssen wir auch noch trainieren. Oh Gott, wir haben jetzt so viele Pokémon, die wir trainieren müssen. Aber, naja, die drei werden wir für eine lange Zeit mal jetzt behalten, weil bis wir unser fettes Pokémon, Team-Pokémon bekommen, kann es noch ein bisschen dauern. Ich schätze so 5, 6, 7 Parts. Achso, Fritzeblitz kann gar keine Elektroattacke aus der Donnerwelle. Na gut, dann spiele ich eben auf Angriff mit Jaule. Und der Hund bellt draußen. Schnauze, Bonnie! Ich versuche hier aufzunehmen. Okay, jetzt erhöhe ich den Angriff mit Jaule. Und dann greife ich dann mit Tackle. Er kann den Angriff nicht senken, weil ich nicht glaube, dass Meryl Heuler kann oder sonstiges. Vielleicht Charm, aber Charm würde Meryl nur können, wenn es sich aus einem Azure entwickelt hätte. Was es nicht ist. Na gut, eigentlich ist jedes Meryl ein Azure vorhin gewesen, aber naja. Dieses anscheinend nicht. Dieses Meryl ist eine große Ausnahme. Ja, ja, setz ruhig weiter Aquaknarre rein. Wir haben ja noch weitere Sprudelflaschen bei uns in der Tasche. Kein Ding der Unmöglichkeit jetzt. So, ich setze noch 2-mal Jaula ein und dann ist der Angriff auf das Maximal. So, einmal noch. Also ihr seht, ich spiele sehr auf Statuswerte. Oh, was nennt man die Statuswerte? Ja, ihr wisst schon, auf Werte halt. Bei diesen Pokémon gerade. Bei den Kader zum Beispiel spiele ich auf Sandwirbel. Und bei Fritzeblitz eben auf Angriff. Aber es wird sich später alles ändern, wenn wir mehr TMs haben.
Und jetzt gehe ich in den Angriff über Tackle. Oh, das sieht ja immer noch nichts ab. Ich habe 6-mal Jaula eingesetzt. Der Angriff müsste auf maximal sein. Soll ich jetzt noch weiter Rotenschlag einsetzen oder was? Ja, Silberblick meine ich. Das gibt's doch nicht. Warum zieht Würzeblitz so wenig ab? Also, ich habe hier den Angriff erhöht. Plus 6. Zieht aber immer noch wenig ab. Weil Fritzeblitz in Wirklichkeit sehr schwach ist. So, jetzt müsste der Angriff mehr abziehen. Jetzt habe ich noch die Verteilung gesenkt. Ja. Zieht mehr, viel mehr ab. Und tschüss, Meryl. Weil ein Fritzeblitz eigentlich Funkensprung. Ich habe keine Ahnung, ich hatte ja noch nie einen Fritzeblitz im Team. Knilz. Ich hatte aber schon mal ein Knilz im Team. Also ein, was ist die Entwicklung von Knilz? Kappels. Konnte gute Attacken, habe ich Pilzspore beigebracht in Kombination mit Himmelhieb. Da habe ich sogar manche Flug-Pokémon killen können mit Himmelhieb. Aber leider ist mein Kappels auch manchmal draufgegangen wegen einer scheiß Aeros-Attacke. Ich hasse ja auch Paralyse, habe ich schon gesagt. Ja, komm, ich wechsle zu den Kader. Wobei, den Kader zurück geht, den hätte ich gar nicht wechseln müssen. Naja. Ach komm, ich mach's jetzt schnell. Nicht, dass wir wieder so einen ewig langen Kampf im ersten Part machen. Ich hole jetzt Jungblut raus. Wir wollen ja auch irgendwie weiterkommen. Absorber. So. Verbrennen wir mal diese Pflanze mit Glut. Ich finde jetzt auch keine Chance gegen das Feuer-Pokémon Jungblut. Und es wurde sogar gewonnen, jetzt. Ich verlor ganz Gedanken verloren. Okay. Kannst du den Zerschneider einsetzen? Möchtest du den Zerschneider einsetzen? Ja. Ninkada setzt Zerschneider ein. Ninkada! Du kannst den Zerschneider hier einsetzen. Möchtest du den Zerschneider einsetzen? Ninkada setzt Zerschneider ein. Ninkada! Du kannst den Zerschneider hier einsetzen. Möchtest du den Zerschneider einsetzen? Ja. Bla bla bla. So. Bam! Ach, da ist ja schon der Ausgang, aber der Ausgang ist verschlossen. Um die Türe öffnen zu können, brauchen wir diese silberne Schriftrolle da bei dem Trainer hier unten. Und dazu müssen wir uns zuerst den Weg bahnen mit TM1, also Zerschneider. Und die ganzen TMs, die hier liegen, das sind immer Briefe, die total useless sind. Aber ich werde sie trotzdem einsammeln. Weil das Prinzip. So, das ist der letzte Busch, dann könnten wir theoretisch auch, ja, dann könnten wir eigentlich schon das heißt abschließen. Aber wir möchten noch dieses Item hier holen. Ich bin nur zufällig in diesem verrückten Haus gelandet. Ein Teenager, Henry heißt er. Gut, Zigzags, ich wechsle zu Jungblut, weil ich schnell machen möchte. Ich werde einfach einen Doppelkick ein und es wird dann ein One-Hit-Kill. Vielleicht sogar schon beim ersten Kick. Ja, beim ersten Kick, habe ich ja gesagt. Aber ich habe ja vielleicht gesagt. Vielleicht. So, was haben wir jetzt? Jetzt kommt. Einfach los, ich sag's. Komm, ich drehe dich zurück zum Mond. Oder wo auch immer du herkommst. Und ich mache mal schnell Pause. Ständig werde ich gestört. Das regt mich irgendwie voll auf. Naja. In fast jedem Part werde ich gestört. Und zwar nicht, weil jemand herkommt, sondern ich werde gestört. In meinem Hirn bin ich schon richtig gestört. Oh Gott, Code auswendig lernen. Ich kann hier nicht einmal 1 plus 1 auswendig lernen. Ich weiß nicht einmal, was 1 plus 1 eigentlich ist. Nämlich 3. Ne, 11. Okay, das ist hier die letzte Trainerin hier unten. An der Ecke der Map. Ich habe mir den Weg zum Sieg mit dem Zerschneider, den wir gerade erlernt haben, gebannt. Gebannt, sorry, gebannt, nicht gebannt. Bannen ist ja was anderes. So wie zum Beispiel in einem Ego-Shooter, wenn man zum Beispiel Teamkills macht, dann kann man einen bannen.
nur für die Anfänger und der Videospieler unter euch, ne? Was ich hoffentlich nicht vermute, dass einer von euch nicht weiß, was Bannen heißt. Er senkt meinen Fluchtwert, das heißt, seine Attacken können meinen Kader jetzt besser treffen. Gleichen wir das Ganze wieder aus, indem wir seine Genauigkeit wieder senken, weil er kann Bruderattacken und es ist sehr riskant. Ich sag doch Bruderattacken. Verdammt. Aber vielleicht schafft den Kader das ganz allein. Ich meine, das ist ja nur ein Mirrorblock. Und er setzt eh nur Lockduft ein. Seine Angriffsattacke ist bestimmt Absorbe. Und sonstige. Und dann hat er noch so ein paar andere Sporenattacken. Ich schätze, dass es noch Giftbruder kann. Und dass es dann die Attacken Absorbe, Lockduft, Giftbruder und Stachelspore kann. Mit Level 16 ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Schlafbruder lernt es, glaube ich, erst ab Level 18. Ja, und entwickeln tut sich mit Level 21 zu Duflor. Und so Duflor entwickelt sich, wenn man ihn einen Blattstein gibt. Und es entwickelt sich auch zu Bubella, wenn man es einen Sonnenstein gibt. Man sollte das Pokémon, aber das Duflor sollte man zuvor erst, aber ein bisschen leveln, damit es bessere Attacken lernt, weil wenn es dann ein Duflor ist, beziehungsweise ein Bubella, lernt es keine neuen Attacken mehr. Oder wenig neue Attacken. Dann muss man höchstens zu Teams zurückgreifen. Und Teams sind meistens ja sehr selten und kriegt man nicht zurück in dieser Generation. Also würde ich hier davon raten, dieses Bluebella. Ich meine dieses Duflor S zu entwickeln, denn dann, wenn es die Attacken Blättertanz kann. So, ja, ihr seht, ich kann eine Menge über ein Pokémon quatschen. Ich glaube, ich quatsche jetzt mehr über das Pokémon, anstatt über anderes Zeugs. Wie zum Beispiel mein V-Life. Zigzag-Brief erhalten. Die Briefe sind hier total useless. In der zweiten Generation fand ich die Briefe noch sinnvoll, aber ab der dritten finde ich sie nur noch useless. Weil da kann man nur noch eine beschränkte Auswahl an Sachen schreiben. Ab der zweiten kann man schreiben, was man möchte. Zum Beispiel, ey, fick die Duhren und so und gib mir das Pokémon wieder. Das gibt man dann so sein Pokémon und dann tauscht man das mit seinem Kollegen. Habe ich damals mit Balzer gemacht, also mit dem Tobi. Habe ich auch ein bisschen gezockt, die zweite Generation. Da haben wir uns auch ein paar Briefe spaßeshalb geschickt. Oh, du hast mich gefunden. Du bist verdammt clever. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, um all die Bäume zu pflanzen. Ja, als ob die in einem Tag so schnell wachsen. Das sind höchstens ein paar Sonnenblumen. Ja gut, Sonnenblumen wachsen sehr schnell. Du bist meine Größe fast ebenbürtig, bis auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Gut, du hast dir diese Belohnung verdient. Wow, ein Sonderbonbon. Damit können wir ein Pokémon um ein Level erhöhen. Putz dir das selbstgefällige Grinsen von der Backe. Noch hast du nicht gewonnen. Ich werde neue Tricks erfinden, die dich zu Fall bringen werden. Zum Grinsen hast du erst Grund. Hast du erst Grund, wenn du es geschafft hast. Komm wieder, wenn ich die nächste interessante Installation fertig habe. Und da haut er ab. Gut, und ich möchte jetzt auch nicht allzu sehr in diesem Haus verbringen, denn es gibt noch jede Menge zu tun. Ich möchte ja meinen Kader entwickeln. Zu Ninjas. So, muss schauen, welche Erfahrungspunkte braucht es noch. 12 bis Level 18. Geil. Gut, da kann ich mir jetzt kein Bild davon machen, wie viele Erfahrungspunkte es insgesamt bis zur Entwicklung braucht. Ich renne mal schnell zurück nach Graveport City. Und heile schnell die Pokémon. Bla 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 bla. Nein, nicht nochmal bla. Ich habe genug geblat hier. Okay, und zurück. Okay, ja, hier müssen wir aufpassen, hier kommt dann bald die Maike. Ich habe keine Art und ich habe mir schon im letzten Part angesprochen. Angriffsplus, damit können wir die Volltrefferquote erhöhen, glaube ich zumindest. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich schätze mal, die Volltrefferquote wird damit erhöht. Megablock, Statusveränderung, ja gut, ja, stimmt schon. Ich dachte gerade, Megablock erhöht die Volltrefferquote und dass dann der Angriffsplus dann was anderes erhöht.
Und hier haben wir eins unserer Team-Pokémon. Was wir aber schon im Team haben. Fail. Können wir aber leicht killen, ne? Ich meine, das ist so ein Fritzeblitz. Ist gutes Training für den Kader. Zerschneider. Und nochmal. Übrigens wird jedes Team-Pokémon, was wir... Ja, jedes unserer Team-Pokémon wird ein Pokémon aus Höhen sein. Ja, wir werden kein Pokémon ins Team holen, das nicht aus Höhen kommt. Das heißt, dieses Let's Play wird nur mit Höhen-Pokémon durchgespielt. Kann man als kleine Challenge werten lassen. So, Level 18 für den Kader, braucht noch ein Level. Ich habe im hohen Gras einige coole Pokémon gefunden. Schön für dich. Der hat bestimmt einen... Ich glaube, der hat einen Fritzeblitz, habe ich in Erinnerung. Fritzeblitz... Der hat bestimmt einen Fritzeblitz, hundertprozentig. Ich habe einen Fritzeblitz in Erinnerung. Ich weiß, es ist 1,5 Jahre her, seitdem ich das letzte Mal gegen den gekämpft habe. Aber ich habe in Erinnerung, dass er einen Fritzeblitz im Team hat. Bin gespannt, ob sich das bestätigt. Das erste war zumindest ein Pfiffchen. Hat uns in den Kader mit gewonnen mit einer Attacke. Stolurnia. Na gut, da muss ich wechseln, da kann den Kader nichts anfangen. Da muss den Kader höchstens 100 Mal Kratz vorher einsetzen. Na gut, 100 ist ein bisschen übertrieben, sagen wir 20 Mal. Oh fuck, Lehmstelle. Lurnia. Stolurnia entwickelt sich, glaube ich, mit Level 20 zu wie heißt Stolrak. Und mit Level 42 zu Stolos. Und Stolos kann auch Donner, Bielsat und richtig starke Spezialattacken lernen. Was aber, ja, ich sagte auch Fritzeblitz. Was aber eigentlich unnötig ist, da Stolos eher mit, ja, dass Stolos Wert eher auf Verteidigung spielt, also wäre es eine Taktik, ihnen vielleicht Toxin beizubringen und den dann auf Verteidigung spielen zu lassen, Eisenabwehr oder Schutzschild oder Erholung wäre eine Option. Ab der 5. Generation hat es, glaube ich, auch die Fähigkeit Robustheit, mit der man die Fiesheit noch weiter erhöhen kann. Ja, und cool zu sein verhilft nicht zu einem Sieg. Ja, erst nachdem man gewonnen hat, ist man cool. Würde ich jetzt einfach so mal sagen, ne? Ach, Nikala hat schon die Hälfte bis zum nächsten Level, bis Level 19. Dann könnten wir in den Sonderbomben eigentlich geben, aber naja, Sonderbomben heben wir uns später für die Liga auf. Denn in der Liga sind sie deutlich schwieriger zu trainieren, als sie jetzt zum Trainieren sind. Das heißt, bringt, trainiert euch. Ich rede hier wieder Bullshit. Okay, fangen wir mal an. Also Leute, gebt euren Pokémon erst Sonderbonbons, wenn ihr in der Liga seid. Andernfalls seid ihr doof. Und ihr solltet eure Sonnenbombs auch erst verwenden, wenn das Pokémon das Level frisch erreicht hat. Das heißt, wenn das Pokémon kurz vor Level 14 ist und ihr gebt einen Sonderbomb, dann ist es eine extreme Verschwendung. Das heißt ja, Verschwendung halt eben, ne? Je mehr Erfahrungspunkte ihr zum nächsten Level, desto besser lohnt sich ein Sonderbonbon. Okay, ja gut. Wollen wir gegen Michael kämpfen? Ich riskiere es einfach mal, wir werden wahrscheinlich verlieren. Hi Kevin, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Während ich auf der Suche nach weiteren Pokémon war, sind meine Pokémon stärker geworden. Daher, wie wär's mit einem kleinen Kampf? Hier unten auf diesem Hartweg, oder was auch immer das ist, diesen Passantenweg, Hartweg ist ja über uns. Knilz, Level 19, Level 18, was sehe ich wieder, Level 19. Okay, vielleicht schafft eine Karte sogar. Erstmal schwächen mit Sandwirbel. Ich hasse Stachelspore. Stachelspore. Nervt mich total sehr. Warte, ich bin in der Überlegung, ob ich hier vielleicht die Musik auch wieder ändern soll. Ich glaube, ich ändere die Musik hier in diesem Part wieder zu einer von Poké Remix Studios gemachten Musik. Oh Gott, mit dem Kader kommen wir hier nicht weiter, ich muss wechseln.
Du bist aber echt eklig mit deinem Eselsamen. Alle unsere Pokémon, die in unserem Team sind, bis auf Fritzeblitz, sind paralysiert. Glut. Also gut. Jungglut killt Knilz mit Glut. Was kommt jetzt? Es kommt wahrscheinlich Morabell. Sein Starter. Und hier werden wir verlieren. Wie wollen wir es denn jetzt killen? Wir brauchen eine Pflanzenattacke. Das Problem ist, wir haben noch keine. Wir haben unser Knilz. Ich setze mal Knilz ein. Vielleicht hat Knilz irgendeine kleine Chance. Auch wenn es 14 Level unter Morabels Level ist. Ah, vielleicht fällt mir jetzt nichts was ein. Ich setze mal Blitz ein. Um die Genauigkeit von Morabell zu senken. So, das mache ich jetzt. Bis Knilz down ist und dann werde ich wechseln zu Jungglut. Weil ich dann glaube, dass. Ah, ja gut, Blitz ist auch nicht die genaueste Attacke. Jetzt aber. Knilz ist echt ein Blender. Ah, jetzt trifft er den Schuss. Aber ich glaube, Knilz könnte es überleben. Okay. Ja. Eva hat es überhaupt nicht überlebt. Ich muss wieder nachdenken, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich setze Swampel ein. Und setze dann ein Paraheiler ein oder sowas. Haben wir einen Paraheiler? Ja, wir haben einen Paraheiler. Perfekt. So, jetzt müssten Jungbluts Attacken wieder treffen. Lass doch mal ein kleines Wampel in Ruhe, Mensch. Gut, jetzt könnte ich sogar noch pimpen mit X-Items, aber ich glaube, das wäre eher riskant. Kann Jungblut den Sandwirbel? Ja, Sandwirbel, ich setze mal Sandwirbel ein. Boah, ich dachte schon. So, jetzt setze ich noch mit Sandwirbel ein und senke seine Genauigkeit noch weiter. Und jetzt trifft der Lehmschuss. Scheiße. Scheiße. Initiative fangen wir Jungglut, sind ja gut, wir haben ja Sprudel. Setzen wir einen Sprudel ein. Halt's fast ganz genau. Und Aquaknarre fails. So, jetzt pimpe ich es noch weiter und zwar mit X Angriff. Damit der Doppelkick mehr abzieht. Okay, er setzt Geduld ein, soll mir recht sein. Das ist die beste Attacke, die er jetzt gerade einsetzen hätte können, müssen, wie auch immer für uns. Und jetzt erhöhe ich noch die Volltrefferquote mit Angriffsplus. Und senkt seine Verteidigung, senkt seine Genauigkeit weiter, bis seine Geduld verbraucht ist, was jetzt auch der Fall ist. Und jetzt greife ich an mit Doppelkick. Ah, ich hätte noch Protze einsetzen können. Ach, scheiße. Ah, wobei, na gut, das war ein Volltreffer. Es lag an dem Angriffsplus, den wir eingesetzt haben. Und wenn jetzt seine Geduld getroffen hätte, wäre Jungglut hundertprozentig tot gewesen. Aber wir haben es geschafft. Unser Starter hat Michaels Starter gekillt. Und was kommt jetzt als letztes? Feuerboden, Pokémon, Kamaup. Müssen wir aufpassen. Es kann vielleicht Intensität, aber naja. Ist jetzt auch egal. Tschüss, Kamaup. War nett mit dir. War unser Team-Pokémon in Saphir Let's Play ein Kamerupt. Ach du Schande, du bist besser als ich gedacht hatte. Ich weiß, ich bin immer besser als du. Kevin, du hast auch fleißig trainiert, nicht wahr? Ich denke, du verdienst eine Belohnung. Hier, das ist von mir für dich. Detektor. Das ist ein Detektor. Probier ihn aus. Wenn irgendwo ein Item versteckt ist, gibt es ein Geräusch von sich. Bis zum nächsten Mal, Kevin. Es hört sich aus dem Mund zwar blöd an, aber du solltest noch viel mehr trainiert haben. Und tschüss. Wow, der hat ein Fahrrad. Ich will auch eins. Hat sie wahrscheinlich vom Aldi geklaut oder so. Nichts, keine Anzeige. Naja, der Detektor ist total scheiße in dieser Generation. Ab der 4. wurde der verbessert. Was ich auch gut finde. Ab der 5. war er perfekt. Und jetzt, ja, ich wechsle zu Jungglut. Ich möchte hier eine Karte entwickeln. Vielleicht sogar noch in diesem Part. Vielleicht schaffen wir es sogar. Und Doppelkick.
Oh, beim ersten Tritt. Gut. Alright. Ich bin im Überlegen, ob wir zurück ins Pokémon Center gehen. Nee. Das schaffen wir noch. Okay, ich glaube, das schafft sogar den Kater jetzt. Die Karte ist zwar paralysiert, aber das macht nichts. Schutzlevel hat viel zu niedriges Level. Ein viel zu niedriges Level. Und. Tschüss. Und Level Up. Level Up. Ist es ein Level Up? Level Up. Also Level 19 braucht noch ein Level. Willenslaser. Interessant. Willenslaser, ich vergesse mal Erdner. Willenslaser bewirkt, dass die nächste Attacke sicher trifft. Kann man mit Guillotine kombinieren oder mit Eiseskälte und anderen K.O.-Attacken. Das Problem ist, den Kader kann keine K.O.-Attacke. Zeigst du mir deine Pokémon nur ganz kurz, ja? Wieso? Was willst du mit meinem Pokémon? Sammler. Willst du es mir klauen oder was? Lombrero, Entwicklung aus Lotorzel. Hatten wir im Saphir Display auch im Team. Ein Kapalores. Okay, ja, ich glaube, unsere Nekada müsste Lombrero killen können, auch wenn Lombrero vom Typ Pflanze Wasser ist. Lombrero kann keine Wasserattacke momentan. Lernst du überhaupt eine Wasserattacke von selber? Ich glaube eher nicht, ne? Nee, ich glaube, Lombrero lernt. Doch, Hydropumpe lernt. Genau, Hydropumpe mit Level 46, glaube ich, keine Ahnung. Ja, ist eine Entwicklung von diesen rivalisierenden Pokémon, Planers und Blub Lombrero. Das sind die Entwicklungen von Samurzel und Luturzel. Ich glaube, ich setze mal Windslese ein, um euch zu zeigen, was die Attacke bringt. Für die Leute unter euch, die die Attacke nicht kennen. So, jetzt trifft unsere Kratzfurie hundertprozentig. Außer die Paralyse tut uns einen Strich hinter der Rechnung machen. Und sie trifft. Sehr schön. Boah, sieht ja gar nichts ab. Na gut, Blas hat ja auch mehrmals Härtner jetzt gerade eingesetzt. Ich glaube, der wechselt jetzt lieber zu Jungblut. Ich glaube, Blana spielt auf Konterangriff, spielt auf Härtner und Geduld. Was eher eine schwache Taktik ist, denn mit Geduld sollte man möglichst viel KP bekommen. Also möglichst viel Schaden sollte man bekommen, wenn man Geduld einsetzt. Aber ja, bei Blanas ist es wenig gegeben, wenn man Härtner einsetzt. Ich möchte meine Sammlung vervollständigen. Ich fange alle 649 Pokémon. Aber hier in dieser Edition gibt es nur ungefähr 300 und noch was. Ich habe deine Absichten vorhergesehen, daher werde ich nicht verlieren. Psycho. Der hat bestimmt einen. Ja, aber. Dieses aber kann bestimmt Kraftreserve. Darauf verwette ich mein Emulator. Ja, sag ich ja, Kraftreserve. Kraftreserve ist die Effektivität je nach dem Pokémon abhängig. Das nimmt, glaube ich, ein Element an, die Kraftreserve. Ich kenne mich damit nicht so genau aus. Also Kraftreserve verwende ich auch nicht so besonders oft. Habe ich in der zweiten Generation höchstens verwendet, um ein Inkognito zu trainieren, weil ich neugierig war, welche Attacken es erlernen kann. Was schon sehr länger her ist, konnte noch nicht einmal meine eigene Niederlage vorhersehen. Aber ich musste dann feststellen, dass Inkognito nur Kraftreserve kann. Ein Schlupphook entwickelt sich zu Schlupfwech. Gift-Pokémon. Vielleicht entwickelt sich den gerade. Weil es braucht nur noch ein paar Erfahrungspunkte. Es hat schon 19,5. Level 19,5, sagt man. Ja, Level 19,5 passt. Dann mache ich heute einen Part ein bisschen länger, soll ja nicht schaden. Dafür haben wir halt einen Ninja-Tom.
Ich darf halt bloß aufpassen. Ich muss halt aufpassen, dass wir versehentlich keinen Pokémon fangen, weil sonst war es mit unserem Ninja-Damm. Kriegen wir keins mehr. Dann müssen wir uns einen neuen Kader holen. Ich glaube, das dauert mir zu lang, oder? Ach komm, den Kader schafft es schon. Ich meine, das ist wild und hat nur Level 12. Und? Ach komm, einmal jetzt doch noch machen können. Giftwolke. Na gut, du kannst mich nicht mehr vergiften. Ich bin bereits paralysiert. Aber die Paralyse hat irgendwie keinen Effekt bei den Kader. Na gut für uns. So, hier gibt es bestimmt ein paar Items. Hier bei diesen Lücken. Deswegen hat Maike uns auch den Detektor gegeben. Damit man sich das ein bisschen anschauen kann. Ja, und ich glaube, wir sind durch. Hier ist noch ein Angler, der hat bestimmt noch ein paar Carpadors. Nanabären. Oh. Nanabären. Sorry, ich habe früher immer Nanabären gesagt. Bis jetzt habe ich auch immer Nanabären gesagt. Aber da sind zwei Bs. Nanabären. Ich habe keine Ahnung, was die heilen, die Nanabären. Wahrscheinlich für Pokédex oder sowas. Hey, ich leite die nicht so von hinten an. Gut, was hat der für Pokémon? Carpador. Tentara. Tentara schafft den Kader. Ne, ich glaube ja. Es hat ja nur Level 12. Müsste den Kader schaffen. Wenn es nicht verbaut. Und? Oh, den Kader ist gut. Den Kader übersteht sogar die heftigste Verwirrung und die stärkste Paralyse. Und eine heftigste Umklammerung. Und? Ah, perfekt. Den Kader ist super. Ich bin gespannt, wie unser Ninja-Ton dann ist. Ich weiß gar nicht, ob es dann das Wesen annimmt. Also, wenn Ninja-Ton dasselbe Wesen hat. Wenn den Kader sich entwickelt, ob Ninja-Ton dann dasselbe Wesen hat wie Ninja-Kader. Das ist echt interessant, das zu wissen. Aber ja, ich glaube, Weimar kann es. Kann den Kader nicht besiegen. Ah, ich freue mich schon auf mein nächstes Team-Pokémon. Aber es kann auch ein bisschen dauern. Das kann noch sehr lange dauern. Und Walmer setzt Walzer ein. Und nein, ich werde keinen Walmer ins Team reintun, falls ihr das gerade gedacht habt. Und jetzt kriegen wir einen Ninja-Tom. Und Tentara, ja, ich mach's jetzt schnell mit Doppelkick, weil ich sehen möchte, dass wir jetzt einen Ninja-Tom bekommen. Ich mach's jetzt schnell. Und dein letztes ist ein. Der hat vier Tentaras. Schwach. Ich glaube, ich hätte sogar Fritzeblitz einsetzen können. Naja, egal. Fritzeblitz trainieren wir jetzt dann im nächsten Part. Denn jetzt haben wir einen Ninja-Tom. Und bewundert die Entwicklung von den Kader. Okay, den Kader hat sich zu Ninjas entwickelt. Und jetzt lernt Doppelteam. Ja gut, Doppelteam, was vergesse ich denn? Sandwirbel. Ist das schnellste Pokémon, das nicht legendär ist, Ninjask. Das einzige schnellste Pokémon, was schneller ist als Ninjask, ist Deoxys in seiner Geschwindigkeitsform. Aber ansonsten ist Ninjask das schnellste nicht-legendäre Pokémon. Ich kann euch ja gleich den Wert zeigen von Ninjask. Also was lernst du für Attacken jetzt? Drei neue Attacken nach der Entwicklung, ist ja krass. Okay, dann eben noch Willenslaser, ist ja egal. Ninjask ist ja nicht in unserem Team, sondern wir haben ja jetzt einen Ninja-Tom. So, und da wir jetzt einen Ninjask haben, bekommen wir automatisch einen Ninja-Tom.
Das ist unser Team-Pokémon. Es scheint nach dem Wesen nach. Es hat das Wesen Robust. Was eigentlich useless ist für Ninja Tom. Und es hat auch Robust. So, das Besondere an Ninja Tom ist, hat nur einen KP, für die Leute, die es nicht wissen. Macht diese eine KP ihn zu einem Loser? Ich würde sagen, nein, denn es hat die Fähigkeit Wunderwaffe. Das bewirkt, dass nur sehr effektive Treffer dem Ninja Tom Schaden zufügen können. Das heißt, Ninja Tom ist immun gegen jede Attacke, die nicht sehr effektiv ist. Was ich eigentlich sehr gut finde. Und man kann so ein oder andere heftige Taktiken daraus machen. So, ich setze mal Ninja Tom an erste Stelle. Und jetzt können wir in die nächste Stadt. Zwei Straßen, eine oben, eine unten. Eine Straße für Menschen und eine für... Ich wollte schon Maschinen sagen. Und eine für Pokémon, das ist echt und... Ist das... Was? Das ist nur reicht und billig. Ey, das ist ein Spaß, mit einem Fahrrad volle Pulle den Radweg entlang zu düsen. Das werden wir im nächsten Part machen. Wir sind in Malvin Fro City angelangt. Im nächsten Part machen wir eine Stadterkundung. Und jetzt sage ich dann mal Tschüss. Wir haben heute ja einen extra langen Part gemacht. Ich glaube, ich gebe jetzt den EP-Teiler. Ah, ich bewohne immer noch meine Linie. Tom, schade, dass ich zerschneiden kann. Müssen wir später verlernen lassen. Hey, es ist richtig, richtig cool. Oh mein Gott, okay. Also wenn Ninja Tom nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. Okay, dann bis zum nächsten Part, Leute. Servus. Und ich habe noch vergessen, euch zu sagen, den Initiativwert von Ninjas beträgt auf Level 20 einen Wert von 71. Was sehr hoch ist für ein Pokémon auf Level 20. Ja, und damit ja, ist Nincada das zweitschnellste Pokémon nach Deoxys mit seiner Geschwindigkeitsform. Ja gut, die als kleine Info, dann bis zum nächsten Part, Leute. Servus.